Willkommen zurück bei einer neuen Episode von Tech Talk auf Mr. Breitkopf auf meinem YouTube-Channel. Und diese Woche haben wir ein bisschen mehr. Es wird sich wieder um Laptops drehen. Keine Sorge, es wird sich nicht immer um Laptops drehen, aber diese Woche ist relativ viel passiert. Man sieht hier gleich, es hat Samsung steigt endlich wieder in den deutschen Laptop-Markt mit ein. Was heißt endlich wieder? Was ich von dem Laptop halte und wie ich das Ganze finde, werde ich euch gleich sagen. Und dann möchte ich mir noch die Marke Xiaomi, die meisten kennen es von Handys, möchte mir noch genau anschauen. Die haben nämlich auch ein paar Laptops und vor allem einen PC-Monitor-Release. Alles gibt's jetzt. Fangen wir gleich an. Also hier, das ist das Samsung Book, das neue. Und eine Besonderheit ist, es ist relativ flach, aber es ist ein ARM-Laptop. Das bedeutet, es ist ein Snapdragon-Chip drin. Man sieht hier so ein 8CX. Vorteil davon ist natürlich, man hat extrem viel Akku, weil, ja, im Vergleich zu einem Intel-Prozessor hat das Ding nicht sonderlich viel Leistung. Ich meine, für Webseiten und für stinknormale Office-Tätigkeiten reicht das vollkommen aus. Aber sonst, ja, es ist ein bisschen dürftig. Wenn man jetzt mal hier durch diese ganzen tollen Zeichnungen scrollen, man sieht, es hat hier nur einen Port auf der Seite, auf der anderen auch nur einen. Also habt ihr zwei USB-C. Wir werden gleich sehen, ob das einen Kopfhöreranschluss auch hat. Ja, man sieht, es hat hier auch noch einen Kopfhöreranschluss, immerhin. Fingerabdrucksensor ist praktisch. Windows Hello in den meisten Laptops ersetzt das aber eh auch. Okay, die machen noch Werbung für die eigenen Sachen. Die Prozessortaktung ist, um ehrlich zu sagen, komplett irrelevant. Weil ein Takt sagt wenig über die komplette Prozessorarchitektur aus. Ich meine, ältere Prozessoren hatten teilweise 5 GHz und haben keine Leistung gebracht. Und ja, 256 GB Speicher ist, glaube ich, etwas dürftig. Das Gewicht unter ein Kilo ist vernünftig. Schauen wir uns mal an. Wir haben hier 8 Kerne, typisch für Mobilprozessor. Die Frontkamera ist immer noch nicht so top. Das finde ich immer problematisch bei so Laptops generell, dass einfach die Kamera, die Frontkamera einfach miserabel ist. Da gibt es, glaube ich, nur die Surface Line, die da wirklich bessere Qualität liefert. Also, ich meine, in jedem Handy ist mittlerweile eine super Kamera integriert. Warum macht man sich die Arbeit nicht und baut eine von diesen Dingern in Handys ein, in Laptops ein? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr seid bestimmt auch jetzt, vor allem jetzt, wo man viele Videokonferenzen macht, ziemlich frustriert immer von der Webcam-Qualität und geht dann doch lieber mit dem Handy in die Videokonferenz, einfach nur, damit das Bild besser aussieht. Schwach finde ich, dass die hier TFT-Technik verwenden, die schon sehr überholt ist und nicht LCD. Bei LCD, halt LCD, ich meinte IPS. IPS ist blinkwinkelstabiler und TFT macht so ein bisschen so einen Farbverlauf, wenn man das Ganze so ein bisschen kippt. Genau, 8 GB RAM ist vernünftig, eine MicroSD-Kartenerweiterung ist eine faire Sache. GPS hat sie auch, warum man immer in einem Laptop GPS braucht, aber okay, wenn man sagt, man ist mit 4G immer überall unterwegs, dann ist vielleicht eine Standortbestimmung nicht schlecht. AC Wi-Fi ist auch an Bord, was anders hätte ich gar nicht erwartet. Genau. 4K-Videos könnt ihr auch auf dem Full-HD-Bildschirm schauen. Hat eine gewisse Ironie, aber hey, besser können und nicht brauchen als andersrum. Schauen wir mal, was das Ganze kostet. Das wäre jetzt interessant. Ich würde jetzt so, es ist so Surface Go Hardware, würde ich sagen. Ich würde so 400, 500 Euro Preis-Range, würde ich sagen, wäre fair für das Gerät. Ich habe es selber noch nicht nachgeschaut. Ich wollte euch an meinen ersten Reaction teilhaben lassen. Klicken wir doch einfach mal auf jetzt kaufen. Da sehen wir da, dass die für 256 GB 1.099 € verlangen. Ich meine, andererseits überlegt, ist es fair. Es ist die gleiche Hardware, die in einem stinknormalen Flagship-Handy steckt. Exakt die gleichen Bestandteile. Nur, dass es ein bisschen größer ist und ein bisschen größerer Akku. Dafür fallen diese 4 Kameras oder 3 Kameras, welche man hat, fallen halt weg, ne? Aber da kriegt ihr im Prinzip einen Laptop, was nicht so viel kann wie ein echtes Laptop, aber länger hält und überall unterwegs ist für 1.000 Euro. Ne? Das ist schon ein stolzer Preis. Bin ja mal gespannt, wie die das vermarkten. Ich persönlich mache viel zu viel mit meinem Laptop. Ich brauche deutlich mehr Rechenleistung. Wobei LTE und die Akkulaufzeit wären schon verlockend. Also wer darauf verzichten kann und wirklich so ein Premium-Produkt haben möchte, kann sich das Galaxy Book S holen. Versuche immer möglichst auf diesen Original-Webseiten zu kommen vom Hersteller, damit ich euch die besten Produktbilder zeigen kann und praktisch
die Informationen, die auch wirklich nicht durch irgendwelche Leaks auf Webseiten gelaufen sind, sondern die der Hersteller direkt angibt. Deswegen sind wir jetzt auch beim neuen Notebook von Xiaomi. Einfach nur um die Bilder anzugucken, sind wir auf der offiziellen Website. Keine Angst, ich kann auch kein Chinesisch. Ich habe es oben durch einen Übersetzer kurz laufen lassen, aber wir schauen uns einfach mal die Bilder an. Und man sieht hier, das ist so, man muss ehrlich sagen, eigentlich ein MacBook-Verschnitt, ne? Wobei die Tastatur noch so aussieht, als wäre sie die ältere, die noch weniger Ärger gemacht hat. Ports-technisch, schauen wir mal, sie geben da Grafikleistung an. Ports-technisch schaut das gar nicht übel aus. Also wir sehen hier zwei Typ C, einen normalen HDMI, noch zwei USB-Anschlüsse und einen Klinkenstecker. Mit 1,2 Kilogramm wirkt es eigentlich auch ganz vernünftig, muss man sagen. Jetzt wechseln wir mal kurz die Seite auf China Gadgets. Das ist eigentlich eine Webseite, wo man immer super schön die Zusammenfassungen von Modellen kriegt. Wie gesagt, ich werde hier von keiner Webseite gesponsert, dafür bin ich einfach noch zu klein. Aber ich suche mir die Informationen hier gerne zusammen. Man sieht jetzt hier, die haben drei Varianten im Prinzip, ein 13 Zoll, ein 14 Zoll und ein 16 Zoll. Alle drei mit dem gleichen Bildschirm, also in unterschiedlichen Größen natürlich. Und die gleichen Prozessormerkmale, diese Ryzen 4500U und 4700U sind solide Mittelklasse-Prozessoren. Da bekommt man aber auch von jedem namhaften Hersteller, sei es jetzt HP oder Lenovo, kriegt man mit diesen Prozessoren zurzeit so 500, 600 Euro Geräte. Wenn man eher auf 650 setzt im Angebot, dann kriegt man sogar welche, mit so, die man so umklappen kann, so Convertibles mit Stift und Touch-Support. Was ich sehr empfehlen kann für so Uni-Sachen. Aber falls das Interesse besteht, mache ich auch gerne mal ein Video mit so Laptop-Kaufberatung fürs Studium zum Beispiel. Sowas mache ich immer sehr gern. Arbeitsspeicher, also wieder zurück zum Thema, haben wir 8 bis 16 GB verbaut, was vernünftig ist. Auch ein halbes Terabyte SSD-Festplatte, weil heutzutage baut keiner mehr HDDs ein, ist vernünftig. Akku ist auch okay. Man muss halt gucken, was die Tests dann ergeben, weil je nachdem, wie das hier getaktet ist und wie die Kühlungsrichtlinie ist, halten die Dinger länger oder nicht so lang. Displays sind auch immer ein großes Strompresser. Na? Alle haben ungefähr den gleichen, wie ich jetzt sehe, alle haben ungefähr die gleichen Ports. Nur das 13 Zoll ist ein bisschen schwach ausgestattet. Das hat nämlich noch keinen 3.1. Aber hey, das ist eigentlich schon schwach. Preislich sind sie, wie gesagt, alle bei 500 Euro. Ich meinte ja vorhin 500 bis 600 Euro, was so diese generellen Geräte mit diesem 4500U, 8 Gramm und 512 GB SSD bedeuten. Also sind sie eher am unteren Spektrum angesiedelt. Es wird vermutet, dass sie in Deutschland rauskommen und deswegen steht auch hier schon ungefähr der deutsche Preis. Ich schätze, dass sie 499 anfangen werden und dann relativ rapide nach oben gehen. Sie wollen ja mittlerweile zu einer Premium-Marke werden. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber es gibt mittlerweile auch den offiziellen Store in Deutschland von denen. Da bieten sie aktuell Handys halbwegs günstig an. Das Problem ist, sie releasen alle Monate gerade neue in Deutschland. Da kauft man sich ein Gerät und dann hat man schon schon wieder ein altes Gerät und es gäbe eine bessere Variante für den gleichen Preis. Darum bin ich da zurzeit ein bisschen vorsichtig. Genau. Das Display schaut eigentlich recht lahmenlos und recht schön aus. Über die Kamera habe ich leider keine Informationen gefunden bis jetzt. Ich werde es nachreichen bei nächste Woche dann. Aber so, es schaut aus wie ein solides Notebook. Mehr ist es aber meiner Meinung nach nicht. Solides Notebook für einen fairen Preis und einen schönen Gehäuse. Das schöne Gehäuse kriegt man von HP und Lenovo nicht für den Preis. Man kriegt die gleiche Leistung, aber wenn man so ein bisschen dieses Premium-Feel haben möchte, dann muss man mal zum Redmi-Book greifen. Genau. Wenn wir schon bei der Marke Redmi sind, würde ich noch auf das letzte Produkt von heute eingehen, auf den Redmi-Monitor. Ne? Wir sind hier wieder auf der offiziellen Website. Das hier ist der Redmi-Monitor. Der wird für ungefähr 80 Euro nach Deutschland kommen. Für 80 Euro so ein Monitor, denkt sich jeder, ist eigentlich schon Schnapper. Ne? Diese Bezels sind echt der Hammer. Ne? Um mich jetzt da ein bisschen zu vergleichen, bin ich mal auf Notebooks billiger gegangen und habe geguckt, was man denn so für 90 Euro kriegt. Da sieht man hier, ja, für 90 Euro kriegt man zwar Full HD, wie der andere Monitor auch, aber man kriegt nicht wirklich diese Bezels. Ne? Man sieht hier noch diese schwarzen Ränder rum. Oder man kriegt kleinere Bildschirme. Das hier ist nur 21,5.
im Vergleich zu diesen großen Bildschirmen, zu diesen großen Bezels, ne? Ich weiß jetzt nicht, ne, wie gut der Redmi A1 ist. Das werden wir sehen. Ich habe mir jetzt nur mal so diese Produktbilder angeschaut, die schauen schon echt gut aus. Vor allem, wenn man jetzt sagt, man möchte für richtig günstiges Geld so ein Multi-Monitor-Setup haben. Was übrigens recht cool zum Zocken ist. Ich habe selber so eins. Und genau. Mir ist dann aufgefallen, dass das hier hinten ein bisschen merkwürdig aussieht. Das ist ein aktueller Monitor, der noch VGA hat und nur ein HDMI-Input. Das finde ich ein bisschen schwach, um ehrlich zu sein. Mir fehlt da ein DisplayPort-Anschluss und diese VGA hätten sie sich eigentlich schenken können, meiner Meinung nach. Die schreiben da was von 3 Jahre Garantie. Ich persönlich finde den Monitor zum fairen Preis. Also für 80 Euro der Monitor, der wird nichts Besonderes leisten. Der hat zum Beispiel keine Mods, HDR-Color, der hat nur 250 CCM Helligkeit, wie alle normalen Monitore auch. Wenn man einen flachen Bezel-Monitor haben möchte und nicht zu einer robusteren Marke greifen möchte, dann kann man sich den gerne holen. Ich persönlich empfehle immer Business-Monitore zu kaufen, weil die meiner Erfahrung nach viel länger gehalten haben. Also man kann sich für ungefähr, denke ich mal, 110, 120 Euro kriegt man einen 23 Zoll Business Monitor von HP zum Beispiel. Den habe ich hier rumstehen. Der hat auch so feine Bezels, aber da merkt man, dass es nicht in Aluminium gehalten ist, wie dieser hier vermutet, sondern in Plastik gehalten wird, aber deutlich schwerer, ne? Ich hatte vorher günstige Monitore, die haben alle so nach ungefähr 2, 2,5 Jahren den Geist aufgegeben. Da sind dann so Farben ausgeblasst an einer Ecke. Jetzt muss man sagen, ich hocke schon viel am Computer, weil ich auch dort alles digital lerne und alles digital mache. Aber ich kann eigentlich nur Business-Monitore empfehlen, weil die euch einfach viel länger halten. Und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr sogar echt gute Deals für die. Zusätzlich haben die noch Pixel-Policies, aber da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Die sagen praktisch, dass ihr weniger Dead Pixels haben könnt. Dass wenn zum Beispiel irgendeine Farbe blau leuchtet noch, dass ihr den zurückgeben dürft und umtauschen dürft, wenn das Bild nicht ganz in Ordnung ist, was ihr bei normalen Monitoren nicht habt in der Regel. Genau. Das war's soweit von mir. Und ich würde mich dann verabschieden von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.